mir die Instrumente, her damit. The Cave zeigt, wie eine kleine Mannschaft von Ärzten in einer Untergrundklinik ums Überleben kämpfen. Eine schwere Verletzung, das muss schnell gehen. Um das eigene Überleben, aber auch um das Überleben der Opfer. Und das ist ein ganz besonderes Krankenhaus. Aufgrund der Bombardierung werden immer wieder in Syrien, in den bombardierten Gebieten, Krankenhäuser in den Untergrund gelegt, also als Schutz vor den Bomben. Und dieses Krankenhaus, diese Klinik, wird von einer Ärztin, Amani Balour, geführt. Eine ungewöhnliche Sache in Syrien, eine Frau als Leiterin einer Klinik. Der Filmemacher ist selbst Syrer, er ist Flüchtling, er war in syrischen Gefängnissen, wurde gefoltert. Er ist jetzt in Sicherheit in Dänemark, aber er sieht es so als seine Mission, über sein Land zu berichten und die Weltöffentlichkeit aufzurütteln. Achtung, es kommen viele Schwerverletzte rein. Dr. Amani, die Hauptfigur, die Heldin dieses Films, hat gesagt, ich bin einverstanden, ihr dürft das drehen unter einer einzigen Bedingung. Ihr dürft mich keine Sekunde bei meiner Arbeit behindern. Schnell, es kommen viele verletzte Kinder rein. Was hast du verschluckt, meine Kleine? Ihre Atmung war kurz unterbrochen. Wenn Dr. Salim im OP steht und schwer verwundete junge Männer operieren muss, die er nur mit örtlicher Betäubung behandeln kann, sind das natürlich Momente, die schwer auszuhalten sind für den Zuschauer, aber auch für alle Beteiligten, die das mitbekommen. Um die Bauchdecke herum, ja genau so. Und Dr. Salim nimmt immer sein Handy und spielt dort Konzerte ab. Und das ist sozusagen seine Überlebensstrategie. Das ist es. Konzentriert euch auf die Arbeit und alles wird gut. Eine Szene, die mich sehr, sehr, sehr berührt hat, nach einem Bombenangriff, und es ist sehr viel Aufruhr, sehr viel Chaos, dass Dr. Amani es schafft, in dieser Situation die Ruhe zu finden, sich mit einem kleinen Mädchen zu unterhalten. Warum weinst du? Hast du Angst? Du bist sehr sensibel, wie ich. Ich weine auch schnell. Sie fragt dieses Mädchen, was sie später mal werden möchte. Weiß nicht. Du weißt es nicht? Wir wollen nicht einfach nur normal sein, sondern etwas Bedeutendes machen. Lehrerin sein ist besser, oder? Ärztin sein ist sehr anstrengend. Und das finde ich eine unglaubliche Szene.